Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wizen. Ja, und ich weiß nicht, ob man das sieht. Also den Mauszeiger weiß ich auch nicht, ob man den sieht, der gerade so auf der Theke bei den Gewürzen rumwandelt. Ich habe nämlich einen Mauszeiger gerade. Und das ist tatsächlich das erste Spiel, das ich aufnehme mit meinem neuen Bildschirm. Ich habe nämlich einen 2K-Bildschirm hier, WQHD 2560x1440. Heißt, demnächst werden auch Let's Plays kommen, die also wirklich hohen, guten Spielen werde ich die in 2K machen und den Rest werde ich wirklich in Full HD dann komplett machen, weil ich halt durch die Uni auch gut hochladen kann. Aufnehmen werde ich aber wahrscheinlich alles in 2K, es sei denn, das zieht zu viel Leistung, aber Wizen, ne? Also wenn es dann mal stoppt, dann ist auch irgendwas schief gelaufen. Und ja, 720p wird dann langsam verschwinden. Wizen wird noch in 720p kommen. Sacred glaube ich nicht mehr. Skyrim werde ich langsam auch umsteigen auf Full HD. Wahrscheinlich so auf Folge 500 dann. Also, probieren wir es nochmal mit dem Zauber, weil das dann das letzte Mal abgestürzt ist. Ey, nee, oder? Was? Du? Hallo Konrad, wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wer sagt das? Was redest du? Meine Bertha, du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch, du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Jo. Danke, danke. Kann ich noch mit dem handeln? Zeig mir deine Ware. Weil dieser Zauber ist eigentlich gut. Lichtrolle braucht kein Mensch. Hatte ich hier irgendwo einen Alchemisten? Würde mich gerade interessieren. Ne, einen Alchemisten brauche ich ja hier gar nicht. Zeig mal, was du hast. Ich brauche einen Zauberer oder so. Der hat auch nichts. Goldschmiedhammer. Dinge, die Welt braucht. Und man muss schon sagen, also in 2K sieht es schon besser aus. Selbst sowas, die Texturen sind keine 2K, die lohnen sich nicht. Aber dadurch, dass es eine höhere Auflösung ist, ist natürlich auch das Anti-Aliasing quasi, das natürliche Anti-Aliasing, ohne dass man AA einstellt, besser. Also die Kanten wirken echt glitzer, die sieht schon besser aus. Hast du noch Tränke? Rezeptur. Mhm. 200 kostet das. 30 ist der Wert. Ne, 150, ne? Normal Heiltrank. 150 Energie. Wie viele habe ich davon? Eine nur. Oh, warte. Eigentlich schon gut. Benötigt Alchemie. Ach so, ja, okay, dann lohnt sich das nicht. Na gut. Genau, wieso? Konrad. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist. Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Es ist wahr. Und jetzt? Was denn? L.
Was muss ich denn tun? Alvaro? Nee. Regionalkarte. Questkarte, so. Was? Walter glaubt, dass die Gnome den alten Metallschrott. Walter will, dass du ihm auch. Ich ihm außerhalb der Stadt alten Metallschrott besorge. Ach so. Sprich mit dem. Genau. Das würde ich jetzt mal gerne versuchen. Nach einem weiteren Auftrag, ob ich jetzt den Banditenhauptmann treffen könnte. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber ein Versuch ist es immer wert. So machen wir das. Sonja! Gib mir ein Mädchen. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Warum du so eine tiefe Stimme hast? Naja, die kosten ja alles Geld. Erzähl mir etwas über die Banditen des Don. Was genau wollen? Erzähl dir einfach so ein bisschen. Wem kann ich hier was lernen? Wie ist im Moment die Lage des. Erzähl mir etwas über die Banditen des Don. Erzähl mir was über die Banditen des Don. Nein, 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 so läuft das nicht, Schätzchen. Das ist doch keine Frage. Ich sagte, du stellst eine Frage und ich gebe die Antwort, wenn ich kann, klar? Also, hier hast du dein Gold zurück. Versuch's nochmal. wo? Wie soll denn? Den Banditenhauptmann der Stadt. Seine Jungs haben mich zu ihm geschickt. Wenn das so ist, Skordo sitzt hinten im Lagerraum. Im Waschraum gibt es einen geheimen Schalter hinter einem Bild an der Wand. Die Geheimtür, die er öffnet, wird dich zu ihm führen. Ah ja, danke. Danke, danke, aber mehr brauche ich nicht. Wieder so eine Wand, die plötzlich weg ist. Carol! Ist was? Achso. Badet super, ja, da steigt er natürlich auch ganz elegant mit Kleidung ein. Ich? War das nicht so? Wieso habe ich so wenig Mana? Sag mal. Geht doch nicht. So, wie habe ich das jetzt gemacht beim letzten Mal? Warte mal. L. Sitzt ein geheimer Schalter hinter einem Bild im Waschraum, genau. Ja, ich weiß nicht. Muss ich hier einfach nur stehen, vielleicht? Ich stehe mal. Vielleicht bringt das ja was. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber. Ja. Da ist es das Bild. Meine Güte, dass man sowas nicht auch besser machen kann. Ist das überhaupt der Waschraum? Ist die Frage. Hallo, Olga. Das ist das Schlafzimmer. Nee, 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 das ist schon Olga. Nix. Die Russen. Okay, wie ging das denn jetzt mit dem Bild? F, G, L, A, L, L, S, T, R, G, L, M, N, B, B, B. Was macht ein B? Ach, der macht das Hut. C, X, Y, A, S, D. Cool. Kann man so drehen? Vielleicht. Hui. Auch nicht. Ist ja mies. Hä? Ja, Wilson.
ist, hat so seine Tücken. OPÜL Rück 1. Sei vorsichtig mit der Waffe. Das hast du. Wir können ja mal gucken, wie gefährlich die Waffe ist. Okay, der musste nicht sein. Ich weiß. Es ist doch kacke mit diesen Bildern und diesen Geheimtüren. Das Ding ist einfach, irgendwann klappt es dann ja auch so plötzlich. Was vollkommen bescheuert ist. Guck mal, der guckt sich schon so um. Der sieht das bestimmt. Nicht? Na, okay. Ich will diese Tür dahinter. Ich weiß ja sogar, dass die hier ist. Ist das Problem. Das heißt, diese Geheimtür ist nicht mal wirklich geheim. Finde ich, das hätte man echt besser lösen können. Jetzt versuche ich mit dem normalen Mauszeiger zu klicken, und das bringt natürlich auch nichts. Weil das ja auch nicht der echte ist. Es ist doch unglaublich, unfassbar. Der muss doch da irgendwo sein. Das ist ja nicht mehr normal. Aber auch so, man geht so ein paar Zentimeter weiter, ist es leise plötzlich. Ist so bescheuert, ne? Steige ich erstmal in die Zuba. Mit Klamotten. Sexy. Und dann noch durch das Ding durch. Einmal über sie drüber springen. Zum Lagerraum. Ein geheimer Schalter hinter einem Bild. Der Waschraum soll nicht zu ihm führen, ja. Sagt sie. Sag ich nicht. Das ist es ja auch nicht. Das ist ja nicht der Waschraum. Der Waschraum ist das schon. Kannst du ja erzählen, was du willst. Das einzige Bild. Die beiden hier. Das ist bestimmt der Schrank. Ich klicke auch hier. Ah, das ist das Bild gewesen. Ah, ja. Ach, der Schrank klappt um. Der ist zwar relativ schnell, der Schrank, aber der klappt um. Ja, das ist natürlich auch gut. Na, wie, ja. Skoro. Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich. Ich bin hier, um euch zu unterstützen. Hm. Ist das so? Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Du, also ich, erstmal eine Frage. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Ja. Der Grund für deinen Aufenthalt hier? Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Ja. Naja, aber das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Aber du bist... Bandit.
Eieieiei, direkt den Banditen beklauen. Hast du vielleicht einen Stängel für mich? Hör zu, Mann. Ich würde dir ja einen geben. Aber ich hab selber nur noch einen. Uiuiui, der Schlüssel, sowas ist immer das Wichtigste. Die anderen Sachen sind zwar wert, aber... Eine Frage zu den Artefakten nochmal. Woher bekommst du deine Artefakte? Na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen. Mhm. Also, ich finde, wir könnten schon auf Du-und-Du-Ebene sein. Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat. Oh doch. Oder? Ich schätze, genau der bin ich. Ah, warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann, du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Das war gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Na, hoffe ich doch. Und was macht ihr hier so? Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich habe mit den Jungs gesprochen und sie halten dich für einen guten Mann. Nun gut, du hast uns bewiesen, dass du auf unserer Seite bist, Kleiner. Ich denke, ich kann dir mit ruhigem Gewissen von unserem Plan erzählen. Klar. Also hör zu, ich leite die Geschäfte des Don in der Stadt, solange er fort ist. Ich halte für ihn Augen und Ohren offen und sorge dafür, dass die Stadt bald wieder uns gehört. Das ist nicht gut. Erfahrung plus 500. Eieieiei. Und ist da was, was du mehr als erst andere willst? Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Na klasse. Es heißt, hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Klar. Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar? Wäre doch schade drum. Na, klasse. Und du, wo sind die? Wo sollen diese Goldschalen sein? Ich hörte was von einem Kerl in Pettys Hafenkneipe, der zumindest einen davon verkauft. Aber was da dran ist, weiß ich nicht. Und warum? Was ist an den Goldschalen so Besonderes? Zufällig weiß ich, dass einer der Weißen am Hafenkai ganz wild hinter den Dingern her ist. Er heißt Carrasco. Ah, was die Weißen interessiert, muss schon äußerst wertvoll sein. Grund genug für mich, einen hohen Preis dafür zu bieten. Das stimmt. Und wie funktioniert das danach? Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wir haben einen Tunnel, Kleiner. Er führt direkt vor die Mauern der Hafenstadt. Solange die Weißen den Ausgang des Tunnels nicht entdecken, kommen wir ungesehen rein und wieder raus. Verstehe. Sehr schön, sehr schön. Und wie wollt ihr das eigentlich anstellen? Wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Lass uns erstmal genug Mittel haben, um sie aus der Stadt zu treiben. Wenn Esteban das Zeichen gibt, werden wir sie angreifen. Oh, da freue ich so, mich wie drauf. Die Dinge liegen, wird's nicht mehr allzu lange dauern. Du, Kleiner, hast entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns hier bald alles unter den Nagel reißen können. Würde einiges dafür geben, die dumme Fresse des Inquisitors zu sehen, wenn er davon erfährt. Du und deine Meinung noch zu denen hier? Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. So bald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Okay. Und meine nächste Aufgabe? Was ist als nächstes zu tun? Jemand muss ins Banditenlager gehen. Dem Don von der guten Lage hier berichten. Der Don wartet schon ziemlich lange darauf. Ich hoffe, er ist noch nicht allzu ungehalten. Hat leider etwas länger gedauert als geplant. Hey, das wäre doch ein Job für dich. Ja, ich hab's geahnt. Ja klar, du nimmst dieses Paket hier und bringst es ins Banditenlager. Mit den besten Grüßen von Scordo.
Der Don wird sich freuen. Tolle Idee. Und was machst du so lange? Ich halte hier die Stellung. Was sonst? Jemand muss hier vor Ort die Lage im Auge behalten. Okay. In Ordnung. Ich übergebe dein Paket dem Don. Lass dich bloß nicht erwischen. Sonst sind wir geliefert. Klar? Und beeil dich. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, ja. Lass uns handeln. Was hat der... Ah, Witz erzählen hat er. Das ist schön. Ring als starke Fass. Nelsons Ring. Nelsons Mandelas Ring. Akrobatik plus 1. Nee, den brauche ich nicht. Welche Chemie brauche ich davon? Alles Wasser. Käse eigentlich ja. Okay, sonstiges. Gibt es da noch irgendwas, was ich nicht brauche? Hier zwei Wildschweinfälle. Der Stahlrohling. Zwei von den drei Schalen habe ich schon, hey. Okay. Das ist schön mit den Witzen. Drei Stück. Könnte sich lohnen. Okay. Mal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht kann ich ja mein Geschäft... Ach, das ist dieser Tunnel. Und für das hin. Interessiert ihn nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach, verdammt. Was haben wir hier? Aha, aha. Gute Sache. Aber ich muss den Cut machen. Bis zur nächsten Folge.